Stello-Bautunnel wurde letzte Woche abgesagt. Und trotzdem hält Michi Ludwig noch an seinem Ego-Autobahn-Projekt fest. Die SPÖ erzählt seit Jahrzehnten Märchen. Und von daher denke ich, verdient sich die Wiener Bevölkerung, aber auch die Menschen in der ganzen Ostregion eine entsprechende Entlastung, auch vom Durchzugsverkehr. 40.000 Autos sollen hier hinter Hirschstetten Ort vorbeifahren. Welche Entlastung ist denn das für Hirschstetten? Hier wohnen Anrainerinnen genauso wie auf der Vorderseite. Hier sind die Kindergärten angeordnet, der Pfarrkindergarten, die Sprösslinge angeordnet. Welche Entlastung soll das sein für Hirschstetten? Zweiter Teil des Märchens. Hier stauen sich die Autos bis zum Heidjöchel zurück auf der Zufahrt zur Stadtstraße, können nicht mehr rauffahren, müssen gerade weiterfahren, fahren durch Hirschstetten Ort durch, verstauen Hirschstetten mehr, als es je gewesen wäre. Dass diese Konsequenz dazu führen wird, dass es mehr Stau geben wird, mehr Abgase geben wird und dass es eine schlechtere Lebensqualität für viele Menschen in unserer Stadt geben wird. Namhafte Untersuchungen zeigen, dass mehr Straßen, mehr Verkehr, mehr Staus und mehr Abgase verursachen. Also wenn wer jetzt eine besonders gute neue Idee hat, herzlich willkommen. Die Frage ist nur, warum sind die bis jetzt noch nicht geäußert worden? Besonders gute Ideen liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch, aber die SPÖ macht es einfach nicht. Ja, die Stadt Wien hat ja selbst Pläne für den Öffi-Ausbau in der Donaustadt, aber setzt sie einfach nicht um. Zum Beispiel die Verlängerung der S45 von Handelskei bis Praterkei. Auf die warten wir bis heute. Und die Züge und S-Bahnen, die eigentlich die Donaustadt anbinden sollten, wie die S80 zum Beispiel, die höher frequentiert und ausgebaut werden sollten, ja, die werden in Wahrheit zurückgebaut. Die Station Hausfeldstraße und Lobau wurde aufgelassen und die Bahn fährt noch immer im 30-Minuten-Takt. Oder eine Verknüpfung der Ostbahn mit der Straßenbahnlinie 26. Das wurde auch noch immer nicht gemacht. Es gibt keinen Nahverkehr zwischen Stadtlau und Süßenbrunn. Außerdem warten wir schon so lange auf den Ausbau der U6 bis nach Stammersdorf, den es dringend bräuchte, um den Bezirk anzubinden. Aber es passiert einfach nicht. Oder eine Straßenbahnlinie von Floridsdorf über Zentrum Kagran über Groß-Enzersdorf bis Ort an der Donau. Auch das gibt es nicht. Die Straßenbahnlinie 25 endet in Aspern und eine Weiterführung soll 2032 gebaut werden. Ja, oder die Straßenbahnlinie 27, die es einfach noch immer nicht gibt, die es aber so dringend bräuchte. Die Verkehrslösungen liegen auf dem Tisch. Die SPÖ soll sie jetzt umsetzen, anstatt jahrelang an einem Großprojekt aus dem letzten Jahrtausend zu bauen.